Herr Präsident, meine Damen und Herren, 5,8% mehr Mittel, mehr Ressourcen für die Arbeit der Kindertagesstätten in Nordrhein-Westfalen. Das werden wir heute hier beschließen. Das ist und dazu so viel Geld im Landeshaushalt insgesamt wie nie für die frühkindliche Bildung zur Verfügung stand. Darauf sind wir stolz als Rot-Grün. Das ist eine Leistung, die sich sehen lassen kann. Das ist viel mehr, als sich die CDU und die FDP jemals getraut haben, hier zu beantragen. Und man kann vielleicht nachvollziehen, dass in angesichts von einer solchen Leistung der Regierung und der sie tragenden Fraktion sich eine Opposition ärgert. Aber wer glaubt, dass dann hier konstruktive Vorschläge dieser Opposition auf den Tisch gelegt werden? Wer glaubt, dass diese Opposition Haushaltsanträge oder andere Anträge inhaltlicher Art stellt, um uns in irgendeiner Form zu übertreffen, der hat sich getäuscht. Es bleibt beim Mäkeln und Meckern. Und lieber Kollege Ten Humberg, das, was die CDU-Fraktion hier veranstaltet, ist einfach nur noch lächerlich. Statt gemeinsam mit uns zu gehen und den Kindern und den Kitas mehr Luft zum Atmen zu geben, statt die Interessen von Kindern, von Eltern und von Erzieherinnen im Blick zu haben, macht die CDU hier nur vorgezogenen Wahlkampf. Und das ist mies, meine Damen und Herren. Und dabei vergisst sie natürlich wie immer, dass auch die CDU gerade für ihre verfehlte Kita-Politik, für die Politik des damaligen Familienministers Laschet abgewählt worden ist. Aber mit diesem Klamauk, den Sie hier veranstalten, mit Ihrer offensichtlichen Inkompetenz und Dummheit, werden Sie auch nicht wieder in Regierungsverantwortung kommen. Das kann man jetzt schon voraussehen. Ihre hanebüchenen Vorschläge und Ihre Veranstaltung hier, die fallen auf Sie selbst zurück. Wir müssen noch mal. Und das kann ich Ihnen nicht ersparen, weil Sie sich bis heute, vielleicht hören Sie mal zu, Herr Kollege, statt auch diesem Klamauk sich anzuschließen. Schauen wir doch noch mal in die Genese der heutigen Situation. Und das gehört dazu, weil Sie sich bis heute nicht von diesem unsäglichen Kiebitz, was Sie als CDU verabschiedet und auf den Weg gebracht haben, distanziert haben. Sie haben dieses Gesetz 2008 verabschiedet, begleitet, das wissen wir alle, mit den größten Protesten, die jemals eine Gesetzesverabschiedung erlebt hat. Eltern, Erzieherinnen, Wohlfahrtsverbände sind auf die Straße gegangen mit dem Slogan Kiebitz ist Mumpitz. Das fällt Ihnen offenbar sehr schwer, das wahrzunehmen und zuzuhören. Ansonsten müssen Sie hier nicht dauernd dazwischen brüllen. Alle diese Gruppen und auch wir als Grüne und die SPD haben damals schon klar diagnostiziert, dieses Kiebitz ist ein Spargesetz, denn die Kindspauschalen waren schon damals bei der Einführung des Gesetzes nicht auskömmlich. Sie waren nicht auskömmlich berechnet. Und diese 1,5-prozentige Erhöhung, die Sie auch als CDU-FDP in das Gesetz geschrieben haben, sind bis heute nicht auskömmlich. Und tatsächlich hat sich von Jahr zu Jahr die Schere zwischen Einnahmen und Kostenentwicklung immer weiter geöffnet. Das, meine Damen und Herren, ist die sogenannte Laschet-Lücke. Dieses Kiebitz strotzt nur so von handwerklichen Fehlern. Aber eins war ein Kardinalfehler, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das war diese 1,5-prozentige Dynamisierung, die jährliche, auch noch ins Gesetz zu schreiben, weil das genau der Grund war, warum wir mit Rot-Grün 2010 eben nicht diese Quote einmal erhöhen konnten, weil nämlich die kommunalen Spitzenverbände uns ganz klar gesagt haben, wir bekommen die Zustimmung zu einer solchen Erhöhung in den letzten Jahren nicht. Und Sie wissen ganz genau, dass das erst Ende des letzten Jahres gelungen ist, als wir nämlich das Angebot den Kommunen gemacht haben, einseitig die Landesmittel aus dem Betreuungsgeld hier einzusetzen. Daher ist es verlogen und unredlich. Es ist verlogen und unredlich, uns vorzuwerfen, wir hätten nicht rechtzeitig gehandelt. Dieser Vorwurf geht völlig ins Leere. Sie können das auch noch mal nachlesen. Herr Ten Humberg hat das in einer Anhörung am 11. Dezember 2014 selbst den kommunalen Spitzenverbänden vorgeworfen, dass sie sich hier verweigern. Ich zitiere,
sehr kompetent, also den Kollegen Ten Humberg, sehr kompetente Institute vertreten eine völlig andere Auffassung zur Konnexität. Glauben Sie nicht, als kommunale Spitzenverbände, wenn es um Kinder und Jugendliche geht, sollten Sie den Mut haben, Ihren Gemeinden zu raten, auf ein eventuelles Klagerecht zu verzichten. Das war Ihre Position damals, von der wollen Sie heute überhaupt nichts mehr wissen. Wenn es hier darum geht, Vorwürfe zu konstruieren, leiden Sie ja unter Amnesie gepaart mit Wahrnehmungsstörungen. Denn jeder kann im Protokoll der Anhörung und in den Stellungnahmen der Sachverständigen zu unserem Gesetz, was wir heute verabschieden werden, lesen, dass alle Akteure im Feld hochzufrieden sind mit dem, was wir machen, mit der Erhöhung der Kindpauschalen und natürlich vor allen Dingen auch mit der Ankündigung, dieses Kiebitz endlich abzuschaffen und eine neue gesetzliche Grundlage zu schaffen. Ja, hier malt natürlich wieder die Opposition ein völlig anderes Bild, aber eins sei Ihnen gesagt, wir wissen, dass CDU und FDP ihr missratenes Gesetz, ihr missratenes Kiebitz im Alleingang durchgepeitscht haben. Wir dagegen gehen anders vor, auch das machen wir besser als die heutige Opposition. Wir werden alle Beteiligten mitnehmen, und das machen wir gründlich, und dafür brauchen wir natürlich Zeit. Und noch etwas anderes machen wir wesentlich besser. Noch etwas anderes machen wir wesentlich besser. Während der damalige Familienminister Laschet mit klebrigen Händen die Krippenmittel vom Bund in dem Landeshaushalt hat versickern lassen, sie den Kommunen einfach geklaut hat, gehen die Verfassungsklage dagegen haben sie ja auch glatt verloren, machen wir es anders. Wir stellen den Kommunen und den Trägern das Geld vom Bund vollumfänglich zur Verfügung. Im Unterschied übrigens zu Bayern, das ja von den Unionskollegen regiert wird, denn in Bayern wird dieses Geld, was aus dem Betreuungsgeld frei wird, nicht in die Kitas geleitet. Nein, man höre, es wird in ein Landesbetreuungsgesetz eingespeist. Das ist die alte Idee aus der Mottenkiste, die ja auch vom Bundesverfassungsgericht ausgehebelt wurde, wird hier in Bayern wiederbelebt. Und alle familienpolitisch Klardenkenden sind heilfroh, dass dieses unsinnigste aller familienpolitischen Maßnahmen im Bund endlich vom Tisch ist. Nur Bayern will Mutti wieder zu Hause am Herd sehen. Und ich bin gespannt, man hört ja davon, dass auch hier die NRW-CDU ein Landesbetreuungsgesetz diskutiert. Mich würde das freuen. Mich würde das freuen, wenn Sie das in Ihr Wahlprogramm schreiben. Dann hätten wir ein wunderbares Wahlkampfthema. Und dann würde sich zum wiederholten Male zeigen, wie irrlichternd die Union hier im Bereich der Familienpolitik ist. Meine Damen und Herren, für uns steht es fest, und so setzen wir es im Regierungshandeln um. Wir halten unsere Versprechen. Wir leiten die Bundesmittel komplett für die Kitas weiter. Wir beginnen, die Laschet-Lücke zu schließen, 331 Millionen mehr in die Betriebskosten als alleiniger Landeszuschuss plus die Erhöhung der jährlichen Dynamisierung der Kindpauschalen auf das Doppelte. Und ich fordere die Opposition auf, erkennen Sie endlich diese Leistung der rot-grünen Landesregierung an, geben Sie Ihre Verweigerungshaltung endlich auf und zeigen sich nicht so hartherzig gegenüber der wichtigen Arbeit unserer Kitas. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.